Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Dragon Age Origins Folge Nummer 31. Ich muss nochmal den Spielstand laden von eben, denn da hat sich eben was getan, komischerweise. Wir machen es einfach mal. Denn es hat. Da kamen eben zwei Sachen, die ich nicht mal weglinke. Da, Soldatengipfel, neue Quest und ein Vertrauter des Königs. Die kam eben, obwohl ich eben nur das Spiel geladen habe und eigentlich weiter Let's Playen wollte. Ich frage mich auch, wo gerade die Quests herkommen. Ich habe da nichts mehr gemacht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich einfach beim letzten Mal nicht aktiviert. Naja, wir wollen hier nicht weiter rumreden. Wir wollen hier mit unserer Truppe, mit unserer Five Gang, Quests erfüllen und sonstigere Heldentaten übernehmen. Okay, wir haben hier übrigens ein schönes neues Schwert an, wie ihr seht. Das ist noch vom letzten Mal. Ich hoffe ja, dass wir da einiges. Ah, da hinten sind wieder welche. Ein sehenswerter Baum. Dein Hund scheint besonders Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Okay. Was willst du da dran? Rangordnung bei dem Mabari. Ja. Der hat sich da gerade am Baum entledigt, würde ich sagen. Todeswurzel und da hinten ist noch eine Elfenwurzel. Schön. Also, wie ihr seht, es gibt hier noch einiges zu machen. In. Wir sind immer noch in Lothering übrigens. Das ist kein Geheimnis, dass wir noch in Lothering sind. Wieso gibt es denn hier. Ach ja, wir haben die hier noch nicht, die wir zum Skillen benutzen können. Das heißt, die Talente werden erstmal übrig bleiben. Okay. Ja. Oh. Ich sehe schon was. Ich sehe schon was, Leute. Ich würde mal vorschlagen. Wer hat denn hier den Bogen? Liliana, du hast doch den Bogen, ne? Hol da mal ein paar ran. Schon unterwegs? Wo soll ich zuschlagen? So, pass auf. Zack! Das hier geht nicht gut für dich aus. Ich versuche, sie gnädig zu Oh, greif sein. doch an! Du kannst nicht gewinnen. Neuer Codex-Eintrag. Oder eher gesagt aktualisiert. Wahrscheinlich, weil die Spinnen gefunden Dauert nur haben. einen Moment. Das ist ja eine Quest. So. Natürlich. Oh, Alistair wurde eingesponnen in einem Netz. Das ist nicht gut. So, alle die Riesenspinne angreifen. Zwei sind da übrigens noch. Na los, die schnappen uns auch noch. Das wird, das, die werden uns ja wohl nicht aufhalten, die beiden hier noch. Oh, wie schön, ja. Okay. Und der letzte. Schöne Sache. Giftextrakt haben die Spinnen. Und nochmal Giftextrakt. Ja. Und ich schätze mal, dass die anderen vier Spinnen hier auch jeweils Giftextrakt haben. So wie es aussieht, ist das richtig. Oh, eine Kettenrüstung hat die eine. Okay. Es war sehr ungewöhnlich, Sehr aber schön. okay. Also ich sag da nichts gegen. Auf keinen Fall. Oh, dann würde ich sagen, gibt es hier noch hier hinten ein paar Banditen, so wie es aussah, ne? Oder was sind das? Räuber, ne? Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ihr stationiert euch hier mal und Liliana, zieh mal den Bogen Ja, und natürlich. greif mal an. So, das reicht auch schon. Mehr musst du gar nicht machen. Ich werde es tun. Warum muss meine Hauptcharakterin eigentlich hier immer Ja. ihren Skill aktivieren? Ich will das. Ich will gar nicht, dass du den Skill Jetzt findest aktivierst. du Aber so haben wir dein jetzt Ende. eben nur zwei Leute hierher geordert. Das ist Nein. ganz gut. Wird erledigt. Dann wird das nicht ganz so schwer werden, erstmal. Muss man schon aufpassen, was man macht. Wird erledigt. Leute, bleibt mal stehen da, wo ihr seid. Super. Was Liliana, hol mal jetzt? die nächsten ran, würde ich sagen. Ein Schuss sollte immer genügen. Es war verfehlt, aber sie kommt trotzdem. Ist klar, du machst den wieder aus. Ich bin dein Schicksal. Oh, alle angreifen. Ein weiterer Punkt für mich. Alistair ist eine Stufe aufgestiegen.
Das ist sehr schön, würde ich sagen. Pass mal auf, alle auf den Räuberhauptmann, dann könnte eigentlich nichts schief gehen. So, umgeworfen, super. Das Schwert hat übrigens da plus 4 Vergiftungsschaden. Also es vergiftet, das ist ganz gut. 146 gab der eben. Sehr schön. Oh oh, Alistair, du gehst gleich drauf. So wollen wir das natürlich nicht haben. Schwacher Wundumschlag. Ich weiß, ich werde die Tränke bald meine Leiste ziehen. Aber momentan noch nicht. So, da ist der nächste Räuber. Und der letzte. Schön. Gut, jetzt können wir in Ruhe gucken, was die Kameraden denn hier bei sich hatten. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten am besten an. Mit den Truhen und dem Sack da, der da steht. 5 Silber und 11 Kupfer. Als ob wir nicht schon genug hätten. Liliana, überprüfen wir die Truhe. 4 Silber und 44 Kupfer. Okay. Warte mal, bevor wir weitermachen. Alistair, was kannst du denn hier lernen? Ich würde mal sagen, Stärke und einen auf Geschicklichkeit erstmal. So. Was hast du da? Da hast du Überwinden. Okay. Gut. So, dann der Räuberhauptmann. Was hat der denn bei sich? Ein Großschwert, eine starre Kunari-Haube, eine schwere Kettenhandschuhe, schwere Kettenstiefel, schwere Kettenrüstung und ein Goldring. Der Goldring wird wahrscheinlich ein bisschen was wert sein. Mal gucken. Und hier ist noch eine Elfenwurzel. Habe ich sonst noch was vergessen? Nein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir in Lothering, also in der Stadt, wieder zurückkehren, dass wir uns mal Alistair angucken, weil der könnte doch bestimmt die Kettensachen tragen alle, oder? Der könnte auch die Haube tragen. Die ist besser, definitiv. Die Stiefel sind ebenso besser. Die Rüstung, die hat er eigentlich schon an, da brauchen wir ja nichts verändern. Ja, das ist ein Goldring und ein eiserner Ring und ein Tongötze. Kälteresistent, weil wer wäre denn dafür gut für kälteresistent? Vielleicht Morrigan, oder? Was hast du denn an? Willenskraft und mentale Widerstandskraft. Du hast nichts an, dann nimmst du den erstmal. Erstmal besser als nix. Okay, dann sind wir hier draußen soweit mit den Quests erstmal durch, oder wie sieht das aus? Ich denke mal, ne? Dann würde ich vorschlagen, gehen wir die Quests mal abgeben. Mal gucken. Weiß gar nicht, ob wir hier was abgeben mussten. Ich sollte vielleicht zu den Zwergen gehen. Ich wette, sie sind vor der dunklen Brut sicher. Ein Leben unter der Erde ist die Lösung. Die würden dich nicht reinlassen. Wie den letzten Bettler würden sie dich abweisen, diese gierigen Bastarde. Okay. Aber Leute, habt ihr nicht gehört, dass die dunkle Brut aus der Erde kommen? Naja, das wäre ja dann auch scheiße, ne? Wenn ihr da unter der Erde seid, dann wird es euch wahrscheinlich zuerst treffen. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Nix weiter. Okay, wir haben auch wahrscheinlich nichts abzugeben, denke ich mir mal. Denn hier drinnen wird wahrscheinlich nicht viel sein. Nein. Ja, dann warte mal, wir können ja mal in Quest-Log reingucken, im Tagbuch. Stelle den verbliebenen Rekruten ihre Einberufungsschreiben zu. Ja, die haben wir ja. Ne, hier in Redcliffe, in Lothering, den hatten wir. Und in Gesindeviertel von Denerim, da kommen wir aber noch nicht hin. Ja, und das mit den Pflichtversäumnissen, das ist das gleiche im Endeffekt. Bloß da müssen wir Deserteure finden. Einmal am Killenhardsee, Denerim und Frostgipfelgebirge. Gut. Rotte die Banditen aus. Die haben wir gemacht. Und erstatte dem Kantor jetzt Bericht. Das müssen wir jetzt als nächstes machen. Die Verderbnis. Der Aal von Redcliffe. Ein Paragon der anderen Art. Das Wesen der Bestie. Der zerbrochene Zirkel. Dann haben wir hier noch der Premium-Inhalt. Der Soldatengipfel und Vertrauter des Königs. Äh.
würde sagen, das werde ich nochmal vorlesen, aber erst dann in der im Lager der Gruppe. Ich würde sagen, da lese ich auch so mit das meiste vor, denn da ist ein ruhiger und besinnlicher Ort. Dort können wir die Geschichte lauschen. Oder eher Ich gesagt, habe gehört, im Süden gäbe es überhaupt keine dunkle Brut. Das ist alles das Werk der grauen Wächter. die sind ein hinterhältiges Pack, sage ich dir. Ja, das, was wir schon mal gesagt haben. Was gibt eigentlich dieser Rangordnung der Mabari dazu? Rangordnung bei den Mabari. Der Mabari beansprucht dieses Gebiet für sich und verteidigt es mit erhöhter Aggressivität und Hartnäckigkeit. Okay, das ist gut. Also wenn wir nochmal so einen Ort finden, wo wir die Rangordnung für einen Mabari aktivieren können, indem er da irgendwie hinstrollt oder so, dann müssen wir diese Chance wahrnehmen. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen Grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Oh, Alter, die beiden haben es miteinander, ey, ohne Mist. Die beiden haben es miteinander, ey. Also, haben es miteinander in negativen Sinne, ne? Die hassen sich. Ne? Nicht die beiden haben es miteinander, dass sie eine romantische Beziehung aufbauen wollen. Da habt ihr dann was falsch verstanden. So, der Kantor Devens, den sollen wir berichten, dass wir eine Quest erfüllt haben. Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig, doch der Erbauer lächelt auf alle herab, die ihn beschreiten. Drei Sovereigns oder drei Gold, eher gesagt. Ich nenne mal Gold. Sovereign kann ich auch sagen, aber Gold klingt besser und hübscher und wertvoller. So, neuer Quest der Anschlagtafel des Kantor oder der Kantorin. Wenn Bären angreifen. Oha, oha, oha. Wenn Bären angreifen. Ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern Ted und seinen gestorbenen Sohnes. Der Bauer sei mein Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstungen bewandert sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Enneth zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten in der Schöpfung des Erbauers und es wurde den nördlichen Höfen Beruhigung und Tedas Familie Trost bringen, wenn ihr Pelze erbeuten würdet. Aus Lotharings Kantor lobe ich hiermit einen Sovereign für diejenigen aus, der diese Aufgabe damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Lichte des Erbauers baden können. Gebrandmarkter grauen Wächter und ein letztes Andenken. Gedankt sei den Dorfbewohnern, die den Flüchtlingen in diesen finsteren Zeiten ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und eure noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Sarah, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Bauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters, mit roten Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder Einwohner sie in der Wildnis finden, so möge er bitte ihren Leichnam oder ihr letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Betrag von 50 Silberlingen vergelten.
Möge der Erbauer auf uns alle herablächeln. Herabblicken. Herablächeln klingt cooler. Nehmen wir natürlich auch an. So. Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge, oder Leute? Was sagt er? Was sagst du, Fifi? Siehst du was Interessantes? Barbari scheint ein Stück Holz gefunden zu haben, in das seltsame Symbole geschnitzt sind. Es ist noch immer von Schmutz bedeckt und sieht sehr alt aus. Ja. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es sieht aus, als könnte es als Waffe dienen. Oho, oho, was haben wir denn da bekommen? Holzstück. Ein Stab hat er uns angeschleppt, aha. Morrigan, kannst du das vielleicht gebrauchen? Naja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus im Endeffekt, ne? Boah, dann nimm mal das ruhig an. Obwohl da eigentlich ein Magie weniger ist, aber trotzdem. Hast du noch was, was du finden könntest? Barbari hat anscheinend nichts gefunden. Okay, also hier anscheinend nichts mehr. Super. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten wieder. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.